Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht. Zur späteren Stunde, sprich nach dem Feuerwerk um, ich glaube um 1:30, 2 so, habe ich mir noch gedacht, ach Gott, wir färben uns mal wieder die Haare. Ja. Neues Ich. Ach Gott, was freue ich mich auf dieses Jahr. Aber mein Vorsatz, weniger Kaffee, nein. Funktioniert nicht. Guckt euch ja nicht meine Nägel an, das ist... Aber wir sind heute hier. Was habe ich erwärmt? Okay, es ist diesmal echt überschaubar. Und ich habe mich ein bisschen von den Winterdüften distanziert. Also ich muss wirklich sagen, also ich hatte jetzt echt keinen Bock mehr irgendwie auf was Schweres. Ich habe jetzt auch schon angefangen, fast meine ganze Weihnachtsdeko wegzumachen. Und ich habe schon wieder fruchtige, ja, fast Sommerdüfte habe ich drin. Also, und ich sehe gerade, ich habe natürlich wieder was vergessen. Ja, ich sollte mir den Vorsatz nehmen, dass ich besser vorbereitet bin. Nein, ich habe auch keinen mehr davon, aber ist ja egal. Ich habe ja meinen Little Garden und meine Succulent hatte ich ja eigentlich, die musste ja weichen für meine Weihnachtsdeko. Aber die habe ich jetzt vor 3 Tagen wieder rausgeholt. Habe ich die vor 3 Tagen rausgeholt? Ja, ich glaube, Silvester habe ich die. Ja, genau. Silvester habe ich angefangen, die ersten Weihnachtssachen wegzuräumen. Und dann habe ich auch wieder meine... Das ist hier meine Schlafseide, ne? Also, die sitzt immer perfekt. Und die... Naja, gut. Lassen wir es. Egal. Ich kann ja immer ein bisschen so machen. Nein, das ist auch doof. Wurscht. Wir sind hier nicht auf... Schönheitsding, weil da gewinne ich eh keinen Preis. Wo war ich? Genau, habe ich meine Succulent wieder hingestellt und habe sie trotzdem, aber trotzdem noch, ich habe, man kann die ja super geil selber dekorieren. Ich habe dann ein Elch reingesetzt, ein bisschen Kunstschnee und so kleine Mini-Kugeln. Ist ganz süß. Und habe dann, ich muss ihn jetzt gleich leider so zeigen, weil ich habe ihn, ich hatte von dem gar keinen mehr. Ich hatte nur noch von Ostern, hatte ich noch 2 Duftproben. Also ich habe das ja immer so gehandhabt an diesen Special-Tagen wie Ostern oder Halloween, Weihnachten. Gibt es hier bei mir extra große Duftproben in den Bestellungen mit drin oder mal so als kleines Geschenk. Und da hatte ich nur noch 2. Und da ich ja echt keinen Bock jetzt mehr hatte auf Twilight Frost oder ich konnte nicht mal mehr mein Welcome Home riechen. Und das heißt schon was. Deswegen hatte ich die Totally Mini habe ich rein. Gott, und es war so schön. Wir haben teilweise edel, teilweise frech. Diese süße Mischung aus rosa Melone, Hibiskusblüten und saftigen Apfel steckt voller Spaß und ist total mini. Und das stimmt. Das hat meine Stimmung wirklich sofort gehoben, weil ich nicht mehr diese Schwere an Düften hatte, sondern wirklich mal was Fruchtiges, schon echt fast Frühlingshaftes. Ich meine, bei uns sind es momentan 15 bis 18 Grad. Hallo? Dezember? Deswegen hat er sofort die Stimmung gehoben und man geht da schon gleich ganz anders durch den Tag, wenn man ins Wohnzimmer kommt und man riecht Totally Mini. Ist wirklich
brauche ich wieder, weil er ist absolut geil. Ich finde ihn absolut sehr gut gelungen. Als nächstes, wie man sieht, aus meinen kleinen Babykörbchen geht's weiter. Pink Haze. Ein süßer Konfekt aus Beeren, Nektarinen und Vanilleschlagsahne in Marshmallow-Fondant. Der ist, also am Anfang, wenn man dran riecht, denkt man auch, boah, was ist denn das für eine künstliche Plastikkacke? Ohne Scheiß. Aber der entwickelt sich dann in der Lampe, entwickelt der sich richtig geil. Und er ist süß, ja, aber ich finde ihn jetzt nicht wirklich so aufdringlich süß. Also er ist echt noch im Bereich des Ertragbaren an Süße. Als nächstes habe ich mich echt mal dazu entschlossen, ich muss hier mal auch wieder ein paar Disney-Bars aufmachen. Weil also, ja, es sind ein paar, die müssen auch mal verduftet werden, weil sonst sind sie schlecht. Und ich finde ihn eigentlich, und der erinnert mich, irgendwie erinnert er mich an irgendwas. An irgendwas erinnert er mich. Die Ariel. Die Ariel. Beziehungsweise The Little Mermaid, Kiss the Girl. Ach ja, hier sind wir ja schon beim Januar. Mensch, die Zeit rennt, Leute. Also der Dezember war ja ratzfatz rum und dem Januar wird es genauso gehen. An irgendwas. Erdbeere, Himbeere, Limette und Meeresnebel. Okay, Meeresnebel ist jetzt nicht so wirklich. Obwohl, doch, der ist dann, das ist dann, wenn er dann in der Lampe ist, ist es dann dieser. Der Touch ein bisschen Frische mit reinhaut. Aber ansonsten ist er echt mega fruchtig und ich sage, ich habe das momentan echt gebraucht. Weil dieses alles mit Zimt, ich liebe Zimt wirklich, aber es war wirklich, glaube ich, zu viel. Es war wirklich, denke ich, zu viel. Ich habe, glaube ich, ab Oktober habe ich angefangen mit den Weihnachtsdüften. Oktober, 1. November habe ich dann komplett dekoriert gehabt. Also es war echt zu viel. Es war wirklich zu viel und es ist mir dann wirklich jetzt auf Schluss auf den Sack gegangen. Aber Ariel und Mini haben es rausgerissen. Mega. Echt mega. Dann habe ich natürlich auch wieder hier da den Clothesline. Also ich muss ja echt sagen, neben dem, oh, wenn man den schon aufmacht, neben dem Windows Will Breeze sind es, also ich sage jetzt mal wirklich, die frischesten Düfte, die es gibt. Also wenn ihr echt so auf frisch gewaschene Wäsche steht, die draußen an einem schönen Sommertag, wird ja auch nicht mehr lange dauern, habe ich das Gefühl, getrocknet ist und ihr überzieht euer Bett frisch und geht dann abend in dieses frisch gewaschene, getrocknete Bett rein. Ey, so riecht der. Knackige grüne Duftnoten, Orangenblüte, cremiges Veilchen. Und sogar der Hauch eines weißen Weidenkorbes lassen sie den Duft von frisch gewaschener Wäsche genießen. Und es ist so wahr. Ich habe ihn im Badezimmer. Und also die ersten 2 Tage hat er wirklich hier mein ganzes Haus beduftet. Also ich musste keine andere Duftlampe anmachen. Ich bin unten ins Wohnzimmer durch die Haustür rein, im Flur. Alles hat nach Clothesline gerochen. Es war echt, wie wenn du dein komplettes Haus gerade frisch geputzt hast. Es war echt mega. Also, man sieht da, ich hatte 5 Würfel, nein, 4 Würfel, ein Würfel war schon weg. Also, ich hatte 5 Würfel, 4 Würfel, 4 Würfel Clothesline in meiner Aloe Vera. Oh, das habe ich auch gebraucht. Das habe ich auch gebraucht. Und jetzt kommt bestimmt wieder mein typisches Problem. Nein.
Ich hatte noch einen hatte ich noch. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ja, ich bin immer echt so. Ach ja, genau. Also bei mir war es momentan frisch, blumig, fruchtig. Das ist auch so ein typischer Mannsbilder-Parfümgeruch. Könnte ich mich reinlegen. Ich könnte mich in diesen echt reinlegen. In den Chaka und den Silin Sheets und ach Gott, wie sie heißen. Der ist echt. Da ist auch wieder. War ich auch wieder so oft da gestanden. Weil das sind ja solche Düfte, die ich mir dann immer entweder ins Badezimmer oder ins Gästeklo reinschmeiße. Und ich denke mir dann immer, warum hat meine bessere Hälfte schon wieder mit seinem Deo rumgesprüht, obwohl er ja Urlaub hat und zu Hause rumsitzt? Braucht er kein Deo. Nein, es war Schakka. Das ist. Der ist echt. Ja. Und dann hatte ich aus der 10-jährigen. 10 Jahre Europa Sensi. Ich habe jetzt leider keine Duftbeschreibung von ihm, aber ich glaube, das Problem hatte ich schon mal mit diesem Duft. Also ich finde ihn jetzt vom hier ran riechen. Also ich habe ihn hier im Büro drin. Also er ist wirklich sehr gut. Auch 6 Würfel sind sehr gut. Weil ich muss jetzt hier, ich muss leer machen, weil. Ihr wisst ja, ab dem 1.2. geht's los mit der neuen Saison. Und wir Berater konnten ja schon Looky Looky machen in den neuen Katalog. Vor allem die Düfte. Vor allem die Düfte. Ich habe, glaube ich, noch nie so sehr mich nach Frühjahr-Sommer-Düften gesehnt. Wie dieses Jahr. Also, ich brauche jetzt mal die Power von Zitrone und Orangen und Kirschen und Erdbeeren und was weiß ich alles. Und nicht diese schwere. Ja, nein, ich brauche Power. Ich brauche Power. Und da war der auch mit sehr behilflich. Ja, ich werde, wenn ich sie raussuchen, wenn ich sie finden sollte, schreibe ich die Beschreibung noch in die Kommentare rein. Und das war's schon wieder. Ich werde heute natürlich noch das ein oder andere Video machen, denn wir werden natürlich die Auslaufliste durchgehen und werden einige Sachen beweinen, die uns verlassen werden. Aber das ist das nächste Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Über ein Däumchen würde ich mich auch freuen. Ihr dürft mich auch gerne weiterempfehlen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Und wir sehen und hören uns. Macht's gut!